So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen, mal wieder etwas anderen Video. Zwar möchte ich heute über eine Sache reden, die mir in der letzten Zeit ein wenig aufgefallen ist, euch vielleicht auch. Ich meine, wer mich jetzt aktiv, vielleicht sogar täglich schaut, der wird es vielleicht mitbekommen haben. Ich bekomme aktuell vergleichsweise viele Dislikes. Ich werde mal kurz zeigen. Und zwar meine ich damit die Videos von heute und den letzten 4 Tagen. Gehen wir mal zum Drag Race heute, was jetzt hier am Montag online kam. Aufs Ziel genau. Mit dem AMG GTR gegen den SLS AMG. Hat 3 Likes, aber auch 3 Dislikes. Gut. Dann gehen wir mal zum Video gestern der Forzaton-Folge. Hat 3 Likes und auch, aber auch wieder 3 Dislikes. In der Folge davor am Samstag, das war die letzte Folge von Hot Wheels. Ein Like und wieder mal 3 Dislikes. So, weiter geht's. Die Folge am Tag davor. Hot Wheels Folge 9. Ein Like, wieder 3 Dislikes. So, das ist ein uninteressantes Video, kein normales Video. Und am Tag davor, am Donnerstag, das Drag Race zwischen dem M6 und dem Panamera Turbo hat wieder 3 Likes, aber auch wieder 3 Dislikes. Fällt euch da was auf? Richtig. In den letzten 5 Hauptvideos haben alle 3 Dislikes. Und ich meine, das muss jetzt natürlich nichts heißen. Meine Videos können halt jedem gefallen oder auch nicht. Das ist natürlich legitim, dass man Videos disliked. Habe ich auch nichts dagegen. Aber es ist doch wohl ein bisschen komisch. Oder findet ihr nicht? Das jetzt auch in meinen letzten 5 Videos, dass die alle genau 3 Dislikes haben. Und ich vermute mal, das ist nur eine grobe Sache, was ich hier sage, ich vermute mal, dass das die 3 gleichen Leute sind. Das ist natürlich eine sehr vage Behauptung, die ich hier aufstelle, aber wie wahrscheinlich ist es bitte, dass jedes meiner letzten Videos genau die gleiche Anzahl an Dislikes bekommt? Jedes Mal 3. Und davor eigentlich, man sieht hier. Ich scroll mal kurz weiter runter. Sonst ja eigentlich nicht groß weiter. Eigentlich sogar fast gar. Ja gut, hier sogar mal 4 Dislikes beim Carporn, gut. Aber sonst habe ich ja so weiter keine Dislikes. Noch nicht groß. Dann auf einmal in den letzten 5 Hauptvideos haben alle 3 Dislikes. Ja, das kann doch nicht zufällig sein. Also schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Aber ich glaube, das machen halt die Leute irgendwie, ich sag mal, mit Absicht. Das ist es auch meistens so. Das Video ist, weiß ich, gerade online. Ich teile es bei Facebook. Hat, weiß ich, ein, zwei Aufrufe. Da gucke ich eine halbe Stunde später. Hat, weiß ich, 6 Aufrufe und wieder 3 Dislikes. Ich meine, das kann doch wohl nicht sein. Ich finde es natürlich schade, dass ich Dislikes bekomme. Klar, aber damit, das hat jeder YouTuber. Damit muss man leben. Finde ich auch total in Ordnung. Ist ja. Meine Kritik ist immer gerechtfertigt. Sofern sie auch angebracht ist und nicht irgendwie, bist scheiße. Das ist ja eine Kritik. Das ist Müll. Aber gut, wirklich das. Ich glaube, es sind wirklich die gleichen Leute. Das sind irgendwie 3 Leute, die irgendwas gegen mich haben. Deswegen meine Videos disliken. Man kann doch alles sich als falsch behaupten, dass es 3 zufällige Leute sind. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Wie wahrscheinlich ist das bitte? Vor allem, ich mache ja schon jetzt so lange Forza Horizon 3. Und quasi mein Content hat sich jetzt quasi die letzten Wochen oder so eigentlich nicht wirklich geändert. Und jetzt auf einmal so aus dem Nichts kommen auf jedes Video 3 Dislikes. Ja, das ist doch. Das ist ziemlich ungewöhnlich. Und ich habe auch eine Idee, eventuell, woher das kommen könnte. Und zwar bin ich ja bei Facebook in der Facebook-Gruppe Forza Horizon 3 Deutschland. Kennt eine vielleicht, mit, glaube ich, über 7000 Mitgliedern. Und da teile ich auch jeden Tag mein Video. Halt insofern es Forza ist, sonst halt nicht, weil das wäre sinnlos. So, letztens war ich am PC wieder, bin ein bisschen durchgescrollt durch die Gruppe, wollte mal gucken, was da so los ist. Und da habe ich einen Post gesehen, da hat jemand ein Design gepostet vom Porsche Macan Turbo. Und zwar aus Forza 6. Da dachte ich mir, ja gut, das ist eine Horizon 3 Gruppe. Meine Macana, der kommt noch ins Spiel, das weiß ich ja. Aber das hat an sich trotzdem jetzt nichts mit Forza Horizon 3 zu tun, es ist Forza 6. Das Design mag auch schön sein, keine Frage, habe ich nichts dagegen gesagt. Ich habe nur halt geschrieben als Kommentar. Falsche Gruppe. Da kamen halt so diese typischen Kommentare, halt's Maul. Wenn ihr falsch bist, dann geht auch aus der Gruppe raus und sowas halt. Ich meine, nee, Entschuldigung, es wurde geschrieben, heul doch. Ich hab nicht geheult, ich wollte nur mal kurz was anmerken. Ich meine, mag auch sein, dass das auch an sich so augenscheinlich keinen weiter groß stört. Aber auch an sich, jetzt mal in der Gruppe, ne? Wenn vielleicht ist einer von euch drin, ich weiß es ja nicht.
Da wird jeden Tag so viel Scheiße gepostet und irgendwelche Fragen, weiß ich, wie startet man ein Rennen, wie macht man diese und diese Fähigkeit, wegen Forzaton zum Beispiel, die werden jeden Tag tausendmal gestellt. Und da sind so viele zu voll, einfach mal ihr Gehirn anzustrengen, mal im Spiel irgendwie was nachzugucken oder einfach mal zu googeln. Was ist daran so schlimm? Einfach mal Google zu benutzen. Mein Google hat auch nicht immer recht, klar, aber die meisten Sachen, die dort gefragt werden, die stehen alle bei Google. Oder werden halt auch so viele Sachen gepostet, die halt mit dem Spiel nichts zu tun haben. Und es steht ja nicht umsonst auch in Regeln halt anders formuliert, aber es ist halt eine Forza Horizon 3 Gruppe und da haben eigentlich andere Sachen nicht zu suchen. Sei es Forza 6 oder irgendwelche, weiß ich mal, irgendwelche Internetprobleme oder keine Ahnung, das hat eigentlich da nichts zu suchen. Weil es wird sich oft beschwert, dass alles tausendmal gestellt wird, alle Fragen, dass das alles doppelt und zehnfach kommt und alles überfüllt ist durch solche Sachen. Tja, kein Wunder. Und ich habe auch nichts gegen diesen Typ persönlich, auf keinen Fall. Halt nur dagegen, dass er Sachen aus Forza 6 in einer Horizon 3 Gruppe postet. Es hat mich jetzt persönlich nicht wirklich gestört. Aber wenn das einer macht, dann würden es wahrscheinlich auch alle machen. Mein Handy hat gerade geklingelt. Okay. Und irgendwann, das wird halt auch zu viel. Und ich will halt nicht, dass diese Gruppe noch weiter vollgemüllt wird. Man könnte auch sagen, ja, dann geh doch raus da. Ja, aber ich teile da meine Videos. Wenn ich die da teile, das macht einen nicht gerade geringen Prozentsatz meiner Views aus. Und ich sag mal, dieser Prozentsatz, also wenn ich jetzt diese Gruppe, Videos einer Gruppe teile, dann habe ich dadurch, sagen wir mal so, über 1000 Aufrufe im Monat. Will ich mir die entgehen lassen? Na, wohl eher nicht. Deswegen mache ich das trotzdem weiter. Will die auch dann weiter teilen, aber in dieser Diskussion letztens, da habe ich mich auch so ein bisschen, ich sag mal, für mein so schlimmes Verhalten gerechtfertigt. Halt das gerade erklärt, was ich jetzt quasi auch jetzt gesagt habe, nur halt in Kurzform und einfach. Dadurch hat sich auch keiner auf meine Seite gestellt, weil die irgendwie ja dachten, ja, was will der jetzt schon wieder? Immer nur am Rummutzen und so, lass ihn doch. Ja, nee, eben nicht. Weil es gibt nicht umsonst bei Facebook Gruppen für bestimmte Sachen. Wenn es darum um Forza Horizon 3 geht, dann geht es um keine anderen Spiele. Ich meine, ich kann mich ja noch länger aufregen. Denkt auch vielleicht, was regst du dich überhaupt auf die ganze Zeit? Das ist eigentlich sinnlos. Ich finde es aber eben nicht sinnlos. Weil auch in so einer Gruppe, ich meine, wir sind 7000 Leute. Natürlich posten davon die meisten gar nichts und sind, weiß ich, nur in der Gruppe drin, sind entweder inaktiv oder lesen nur Posts, schreiben, was ich, keine Kommentare, liken nicht, mache ich eigentlich grundsätzlich auch nicht. Liken sowieso nicht und Kommentare schreiben eigentlich auch relativ selten. Und selbst das in die Gruppe posten, außer meine Videos teilen, eigentlich auch nicht. Aber das, was gepostet wird, ist halt schon am Tag relativ viel. Ich meine, was bei der Anzahl an Mitgliedern klar ist. Das ist halt auch irgendwie irgendwann unübersichtlich. Und dieser Typ, der teilt nicht gerade wenige Designs. Also ich habe den schon in der Gruppe locker 10 Mal gesehen. Im Zeitraum von der letzten Woche. Und ungefähr seitdem ich quasi diesen, ich sag mal, Streit hatte und ich quasi, ich sag mal, gehatet wurde, seitdem kommen diese Dislikes. Und für mich liegt das so ein wenig nahe, dass diese Dislikes von den Leuten kommen, die vielleicht meine Posts in der Gruppe sehen und wissen, dass ich was ich da bei dieser Diskussion gesagt habe. Weiß ich, dass sie mich nicht mögen und mich vielleicht, ich weiß es natürlich nicht, und mich vielleicht aus diesem Grund irgendwie auf meine Videos gehen, die schnell disliken. Was auch immer das jetzt genau bringen soll. Eigentlich nichts. Aber gut. Dann wieder wegschalten und das am nächsten Tag wieder machen. Ja, das ist alles nur eine grobe Vermutung von mir. Kann natürlich auch alles falsch sein, kann auch der große Bullshit sein, was ich hier labere. Aber das ist ja von mir, also ich finde, das ist gar nicht mal so weit hergeholt. Ich meine, dass es die gleichen Leute sind, ist, glaube ich, wahrscheinlicher, als dass es die jetzt von der Facebook-Gruppe sind. Aber es kann ja sein. Er muss es alles nicht, kann auch, wie gesagt, auch reiner Zufall sein. Aber das halte ich für ziemlich unwahrscheinlich. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, was ihr davon haltet. Also übrigens hier die Videos, die ihr alle seht. Natürlich hier als Let's Play-Folge für morgen und übermorgen. Und direkt weiß es auch schon alle möglichen. Kann ich auch mal schnell zeigen, wenn ihr möchtet. Genau, Dragways hier. Donnerstag. Dann die nächsten. Und ich habe heute noch einen Zuschauervorschlag bekommen von Ahmad Gabal oder so, der wie er heißt.
Werde ich auch machen. Und zwar hat er vorgeschlagen, SLS AMG gegen den Porsche Carrera GT. Werde ich auch machen. Und hier sind noch ein paar mehr Videos, will ich aber nicht groß erläutern. Zum Beispiel, wo haben wir hier eins? Genau, das hier zum Beispiel. Da gibt es auch ein paar mehr von. Ist halt für halt Projekt gerade mit einem, ja, Typ, die ich auch aus der Facebook-Gruppe kenne. Die machen halt beide quasi zusammen ein Car-Edit oder Car-Porn. Ich mache halt das Videomaterial und er macht halt Schnittmusik und alles den Rest. Das werden wir beide wahrscheinlich hochladen. Er sowieso, ich muss ich mal gucken. Das wollte ich nochmal kurz sagen. Aber ich würde mich wirklich mal interessieren, was ihr davon haltet. Was ihr darüber denkt. Ob ihr mir zustimmt oder auch nicht, ist natürlich auch euer gutes Recht, das zu sagen. Würde mich echt mal interessieren, was ihr davon haltet. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das die drei gleichen Leute sind. Naja. Noch eine Sache, die ich anmerken wollte. Warum habe ich schon die Videos für morgen und übermorgen und so hochgeladen? Denn ich habe es auch schon mal auf Twitter geschrieben. Ich bin nämlich ab morgen, ab dem 30. bis Donnerstag auf Klassenfahrt nach Hamburg. Quasi meine Abschlussfahrt. Wo wir auch unter anderem ein Musical uns anschauen werden. Ich glaube, König der Löwen war es. Wenn ich das nicht vergessen habe. Wird hoffentlich sehr cool. Ich werde auch, denke ich mal, halt dann viel noch posten, wenn ich da bin. Werde ich noch Fotos machen oder so oder irgendwie mal gucken. Ich hatte noch erst überlegt, einen Vlog dazu zu machen, aber ich habe es mittlerweile verworfen. Weil erstens keine gute Kamera. Ich habe halt nur mein Handy. Ich meine, natürlich Handys sind auch nicht so schlecht, aber halt wäre eine Kamera deutlich besser. Und irgendwie, ich bin halt nicht so der Typ, der. Ich muss mich nicht immer zu zeigen. Und mich immer zu, ja, ich bin hier und da. Und ja. Und Hamburg ist natürlich eine interessante Stadt, auf jeden Fall. Aber ich bin irgendwie. Ich bin nicht so der Typ dazu. Und apropos zeigen, ich habe mich ja schon mal gezeigt. Nämlich heute zum ersten Mal. Ich habe heute auch eine Sonnenbrille gekauft. Für morgen. Und an sich auch für den Sommer halt, weil mein Alter nicht mehr so geil war. Habe ich mich gezeigt mit Sonnenbrille. Werde mich auch, denke ich mal, noch öfters Foto von machen. Vielleicht von Hamburg. Wenn ich da bin oder irgendwas. Vielleicht auch nicht. Ich werde halt nicht besonders, ich sag mal, aktiv jetzt während der Zeit sein, wenn ich jetzt da bin auf YouTube. Meine Videos sind hochgeladen. Werde sie nicht in der Facebook-Gruppe teilen können. Da ich auf dem Handy einen anderen Account habe. Also einen anderen YouTube-Account. Deswegen, ja, auf Kommentare antworten können werde ich schon, das auf jeden Fall. Aber sonst jetzt groß weiter, halt noch vielleicht auf Twitter ein bisschen aktiv sein. Ich bin halt auf Twitter, wer es nicht weiß, ich habe da halt ein Profil, heißt logischerweise Fabian Skilling, also @FabianSkilling. Und bin da auch, ja, eigentlich sehr aktiv. Natürlich teile ich da alle meine Videos, aber auch allen möglichen Real-Life-Scheiß, wenn ich irgendwo bin oder so. Da sind jetzt in letzter Zeit nur so ein paar Tweets schon zusammengekommen. Bin jetzt, glaube ich, bei insgesamt über 900. Ja, ist ein bisschen was eventuell. Könnt ihr mal vorbeischauen, wenn ihr Bock habt. Und auf Twitter poste ich auf jeden Fall auch alle Sachen, sei es, wenn irgendwie ein Video nicht kommt oder zu spät kommt, wenn irgendwas sich ändert. Das würde ich auf jeden Fall immer da bekannt geben, damit ihr Bescheid wisst. Und meine Stimme geht gerade weg, läuft bei mir. Und ich habe auch eine Facebook-Seite, heißt auch Fabian Skilling. Aber da mache ich außer Videos teilen eigentlich nicht wirklich was, weil ich finde Twitter geiler als Facebook. Ich finde Facebook, natürlich hier mit den Gruppen, das ist alles cool und so weiter, aber Facebook, ich mag das irgendwie an sich nicht so. Ich finde Twitter einfach cooler. Das finde ich auch irgendwie, ich finde es einfach besser. Deswegen auf Twitter poste ich allen möglichen Scheiß, wenn ich dazu Bock habe. Auch vielleicht mal eine Zeit lang nicht, das kann auch sein. Ich bin jetzt nicht so, dass der da jeden Tag 20 Mal was posten muss. So ist es ja auch nicht. Aber schon ein oder andere Mal bin ich da schon mal aktiv. Wie gesagt, irgendwie Änderungen zwecks Uploadplan werde ich auch bekannt geben und rechtzeitig Bescheid sagen. Habe ich vielleicht jetzt gestern nicht gemacht, beim Forzathon. Aber gut, der kam auch nur 2 Sekunden zu spät. Also da brauche ich jetzt auch nicht Bescheid sagen. Oh mein Gott, Leute, der Forzathon, der kommt eine Minute zu spät oder so. Weil das war echt ganz schön knapp, weil. Ich habe ja, glaube ich, habe ich auch ein Video zugemacht, ich weiß. Nee, ich habe das nur auf Twitter geschrieben. Und, oder? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich kann es doch mal jetzt zur Sicherheit sagen. Und zwar habe ich halt am Freitag, in der Freitagnacht Forzathon aufgenommen. Habe ich, glaube ich, auch im Video gesagt. Dann habe ich die Folge am Samstag, auch quasi Nacht geschnitten. Ich glaube, so, ja, so 22, 23 Uhr Thumbnail gemacht. Und dann, wo ich ins Bett gegangen bin, also so circa 2:30 Uhr angefangen hochzuladen. Habe das halt gestartet, Time eingestellt, wann der PC ausgeht. Ich weiß ja ungefähr, wie lange das dauert mit dem Upload. Aber halt so einstellen, dass ja auch noch ein Puffer drin ist. So. War es eigentlich wie easy? Mach ich jeden Tag so eigentlich, wenn ich lange Videos hochlade, außer Drag Races. Die sind meistens hochgeladen. Ist alles ganz normal. So, dann bin ich am Sonntag gepflegt um 11:40 Uhr aufgestanden.
Hab dann mein Handy angemacht, geguckt, ob das Video hochgeladen ist. Gucke ich mich jeden Morgen, ob das auch wirklich geklappt hat. Und dann, ja, kann da nicht meine übliche E-Mail. Ihr Video ist auf YouTube fertig hochgeladen und bereitgestellt, bla bla bla. Man kriegt ja immer so eine E-Mails, ich zumindest. Kann man auch ausstellen, aber ich hab's lieber. Und diese E-Mail kam nicht, habe ich schnell Rechner hochgefahren, gesehen, ja, der Upload hat sich bei 5% aufgehangen. Das ist ja super. Gut. Habe ich schnell den Upload nochmal neu gestartet. Bei 0% muss ich aber starten. Nicht bei 5%. Hat auch nicht eh viel gebracht. Habe ich halt hochgeladen, so schnell wie es ging. Nebenbei noch ein bisschen Witcher gespielt. Das braucht ja kein Internet. Deswegen auch Handy, WLAN am Handy ausgemacht, damit es noch ein bisschen schneller geht. Dann war das Video gerade so 17 Uhr und, nee, 2 Sekunden nach 17 Uhr fertig. Deswegen noch alles gut. Ansonsten, ich gebe da mal gerne Bescheid, wenn sowas anliegt. Weil das finde ich, das muss auch irgendwie so ein bisschen sein. Nicht, dass ich nicht so quasi offen wie so sitzen bleibe, denn ja, was ist denn jetzt hier? Was ist hier los? Ich informiere euch da ja gerne. Ja, Leute, danke fürs Zuschauen. Ich bin wirklich mal gespannt, falls es einer macht, was ihr davon haltet, von dieser Situation mit diesen 3 Dislikes. Also für mich, das kann wirklich kein Zufall sein. Das ist ziemlich unwahrscheinlich. Naja, dann Leute, viel Spaß, ne, bei den nächsten Videos. Also die nächsten Videos, die, also das Play-Folgen, die werden ziemlich geil. Ich bin auch richtig geile Autos gefahren. Also in den nächsten Folgen unter anderem Pagani Sonda Cinque, Ferrari F12, Lamborghini Aventador, ja, was ist denn noch? Und noch andere. Mein 911 Turbo kommt auch noch, aber erst wenn ich wieder da bin. Jetzt mal Klassenfahrt genießen. Dann Leute, bis zum nächsten Mal und tschüss.